Wir blicken live nach Paris. Die ersten Wahllokale haben nämlich geöffnet. Seit 8 Uhr für die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Rund 49 Millionen Wähler können abstimmen. Der derzeitige Staatschef Emmanuel Macron hofft auf eine zweite Amtszeit. Als seine größte Konkurrentin gilt die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Meinungsforscher rechnen damit, dass das Ergebnis einer Stichwahl zwischen den beiden knapper ausfällt als 2017. Insgesamt treten 12 Kandidatinnen und Kandidaten an. Und in Paris ist für uns Fanny Fee Werther. Wählen wir, titelt heute, übersetzt eine große Tageszeitung in Frankreich. Denn jeder Dritte hat das offenbar nicht vor. Das wäre ein Rekord. Woran liegt es denn, dass so viele Franzosen nicht wählen gehen wollen? Guten Morgen aus Paris. Wir sind hier im Rathaus des 18. Arrondissement und seit 8 Uhr haben die Wahllokale hier geöffnet und langsam füllen sich auch die Wahlkabinen. Du hast es schon angesprochen, es wird eine historische Wahlenthaltung von über 30% vorausgesagt. Man muss dazu sagen, dieser Wahlkampf, der hat nicht so richtig gezogen. Er war erst überschattet von Corona und dann vom Ukraine-Krieg und keiner der 12 Bewerber, die ja in diesem ersten Wahlgang gegeneinander antreten, hat es so wirklich geschafft, Schwerpunkte zu setzen. Hinzu kommt, dass die Politikverdrossenheit in Frankreich unglaublich groß ist. Vor allem die Menschen auf dem Land fühlen sich alleine gelassen von der Politik in Paris, sagen, die machen eh nichts für uns. Deshalb ist es egal, ob wir wählen gehen, wen wir wählen gehen. Und auch der Amtsinhaber Macron, der hat kaum Wahlkampf gemacht, hat sich erst Anfang März offiziell zum Kandidaten erklärt, hat nur eine einzige Wahlkampfveranstaltung abgehalten. Das war vergangene Woche hier in Paris. Und sein Vorsprung, der ist von über 30% noch vor ungefähr 2 Monaten jetzt auf nur noch 26,5% gesunken. Im März aber schien die Wahl ja eigentlich gelaufen. Jetzt also bahnt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Warum konnte Macron denn seinen Amtsbonus hier nicht nutzen? Dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, das du ansprichst, das wird wahrscheinlich stattfinden zwischen Marine Le Pen von der rechtsnationalen Rassemblement National und eben dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron. Die beiden liegen dicht beieinander. Ich habe schon gesagt, Emmanuel Macron abgesagt auf ungefähr 26,5%, so die neuesten Umfragen. Marine Le Pen hat aufgeholt auf 23%, also es könnte wirklich ernst werden. Im Moment sieht alles nach einer Stichwahl Macron-Le Pen aus. Und Emmanuel Macron, der hatte einfach in den vergangenen Wochen, so blöd es klingt, andere Sachen zu tun. Internationaler Vermittler, wichtige Rolle in der Europäischen Union, ständig am Telefon mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und natürlich spielt eine ganz wichtige Schlüsselfigur in diesem Ukraine-Krieg. Und Marine Le Pen konnte die Situation relativ geschickt für sich nutzen, hat einen engagierten Wahlkampf geführt, setzt jetzt nicht mehr nur auf die Themen Einwanderung, Migration, sondern stellt vor allem auch soziale Fragen in den Vordergrund, Themen wie Inflation, sinkende Kaufkraft. Und anscheinend hat sie damit Erfolg, das sagen zumindest die Umfragen. Im Moment, wie gesagt, es sieht alles nach einer Stichwahl in 2 Wochen dann Emmanuel Macron und Marine Le Pen aus. Aber auch die Menschen, die eine linke Partei wählen wollen, die sind noch unentschlossen und somit könnte es auch zu einer Überraschung kommen. Also wir sind dann gespannt. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale und das Ergebnis erwarten wir dann um 20 Uhr. Das gibt es selbstverständlich hier bei Welt. Fanny Fee, danke dir nach Paris.